Ich kann dir noch eine Rückmeldung schreiben und das als Vorschlag mit reinbringen. Wer was anderes hat, kann dann antworten und dann schreibe ich noch eine Rückmeldung mit dir. Aber Haarschmuck ist irgendwie das Ding zu sehr nach Haaren. Also da kommt kein Schmuck Wir machen hier unseren allwöchentlichen spätabendlichen Vereinsbrunch, der jeden Sonntag um 6 Uhr stattfindet, der für alle, die interessiert sind, gedacht ist, die einfach vorbeikommen, ein bisschen reden, sich austauschen, für unseren Verein interessieren natürlich gerne und aus praktischen Gründen fällt das mit unseren Vereinssitzungen so mehr oder weniger zusammen. Wenn also der Verein gerade ein neues Projekt oder neues Thema hat, dann wird das immer hier zusammengetragen und besprochen. Aber es ist auch einfach so, also als Austausch gedacht, für Menschen, die jetzt auch private Fragen haben, die einfach gerade eigene private Probleme haben, dass man die mit hierher bringt und gemeinsam vielleicht durch Kommunikation Lösungen findet oder Ideen kriegt, die man vielleicht allein oder im eigenen Umfeld nicht gefunden hätte. Also gerade aktuell ist hier eine Ausstellung drin von zwei jungen Künstlern aus Erfurt, also ziemlich jungen Künstlern, die sind 17 und 18, nennen sich Photom. Und die haben sozusagen hier ihre erste Ausstellung realisiert, die ja vor allen Dingen eben diese Papp- und Packpapier-Grundlage hat und darauf haben die halt, also sie haben praktisch die Ausstellung direkt hier entstehen lassen. Die haben Packpapier an die Wände geknallt und haben dann praktisch direkt die Werke aufgetragen. So. Und die arbeiten halt viel so im Fotorealismus, fotorealistischen Bereich. So. Und das ist halt, das ist genau der Ansinn ja auch von der Stube, dass wir halt vor allen Dingen jungen Künstler, die sonst ja noch nirgendwo ausstellen könnten eigentlich, weil sie vielleicht noch nicht so gut sind oder, ne, das ist ja immer so eine Sache, dass die halt da keinen Raum haben und das finden wir eigentlich Quatsch. Also wir wollen den Raum geben. Prinzipiell sind wir aber an sich halt einfach ein Ort, wo verschiedene Workshops gemacht werden können, also die jetzt nicht von uns ausgehen, sondern eben von Leuten, die Bock haben, was anzubieten sozusagen. Alle nächsten Sonntag um 2 treffen wir uns hier, bereiten vor und gleich geht der Workshop los, der vorläufig Haarkunsthau heißt, außer jemand hat eine bessere Idee. Bis Dienstagabend wird per E-Mail und Telefon geklärt, ob alle das gehört sind und ob der Wort.